Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute soll es um die Mage Tower Challenge vom Old Druid gehen. Ich hatte euch ja letztens die vom Guardian schon gezeigt und jetzt schauen wir mal in die Old Challenge rein. Da wollte ich euch einmal zeigen, was für Consumables ich benutzt habe, was für Gear ich anhatte. Und dann wollen wir ein bisschen auf die Challenge an sich eingehen, mit was für Fähigkeiten haben die Bosse. Und dann schauen wir uns einmal den kompletten Kampf an und da werde ich euch vielleicht so ein paar Tipps und Tricks geben können. Gut, ich würde sagen, wir starten mal rein. Als allererstes, was für ein Gear habe ich an? Und zwar habe ich mir hier anders als beim Guardian tatsächlich den Aufwand in Anführungszeichen gemacht, mir ein Gear zu basteln. Hierzu übrigens habe ich auch schon ein Video gemacht zum allgemeinen Gearing beziehungsweise zu den Consumables, wo das alles ein bisschen ausführlicher ist. Hier soll es jetzt nur um die Druid-Sachen gehen. Als kleine Randinformation, alle alten Legendary-Effekte, Conduits und Konsorten, also alle Borrowed-Power-Effekte sind im Mage Tower deaktiviert, sprich ihr habt euch auch eure Covenant-Fähigkeiten nicht, das am Rande, falls ihr noch keinen Mage Tower gespielt habt. Ich habe mir jetzt hier Items gecraftet vom Lederer, das sind aus MOP, quasi Crafted Items, die kann man mit den Handwerksmalen auf Item Level 54 basteln. Viel niedriger solltet ihr es auch nicht haben, denn euer komplettes Gear wird im Mage Tower, weil es Time Walker ist, runterskaliert auf Item Level 50. Heißt, alles was unter 50 ist, ist eher schlecht, weil ihr dann einfach Stats verliert. Alles was über 50 ist, wird auf 50 runterskaliert. Deswegen ist ein 250er Item Level Teil genauso gut wie ein 50er Item Level Teil. Hier kommt es natürlich lediglich auf die Stats an. Ich spiele mainmäßig keine Eule, kenne mich ehrlich gesagt bei der Eule nicht so gut aus, aber ich habe mir sagen lassen, Mastery ist nicht schlecht und Tempo auch nicht, deswegen habe ich mir hier MG gecraftet, wo überall Mastery Tempo drauf ist und habe dann noch Mastery gesockelt. Was ich habe im Endeffekt jetzt in jedem Slot dieses Crafted Gear an, bis auf ein paar kleine Slots, und zwar habe ich auf dem Rücken habe ich einfach den alten BFA Legendary Rücken angezogen, weil er hat drei Secondary Stats drauf, fand ich nicht schlecht. Und dann hatte ich nicht den Hals hier an das Herz von Azeroth, sondern ich habe mir hier aus Legion den Legendary angezogen, das auch nochmal einen Sockel hatte. Beziehungsweise hier muss ich, glaube ich, den Ring auch noch tauschen. Genau, hier einmal den Ring tauschen und hier einmal das. Ich hatte einmal Prüders an, weil das auch drei Sekundärstats hat und dann nochmal einen Sockel. Und hier nochmal ein anderes Legendary aus Legion, auch mit einem Sockel und Mastery Tempo, und dann habe ich mir noch einen Juwelring gebaut, auch mit Mastery Tempo, das hat nämlich standardmäßig auch einen Sockel drauf. Heißt, ihr könnt euch theoretisch das komplette Gear über den Lederer bauen, Juwelring und Hals euch craften lassen, der Umhang könnt ihr euch auch, glaube ich, einen von einem MOP Schneider basteln lassen, dann habt ihr soweit schon das Gear. Es gibt natürlich noch bessere Alternativen mit drei Sockeln, da müsst ihr aber für Farmen gehen, und ich habe hier im Endeffekt die Low-Budget-Version gewählt, wo man halt jetzt nicht unbedingt farmen muss. Dann die Waffe habe ich jetzt einfach die Sichel von Elune genommen. Die ist nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Die hat keinen extra Sockel drauf. Ich habe halt einfach keine andere Caster-Waffe gehabt. Die war noch auf der Bank gelegen. Habe ich hier mit himmlischer Führung verzaubert. Und dementsprechend, ist es das. Aber es gibt bei weitem bessere Waffen als die. Am besten einfach Waffe mit Sockeln sich holen oder halt Waffen mit guten Stats. Ne? Hier sitzt Crit drauf, ist nicht so optimal, aber ich wollte da nicht mal nochmal lostigern. Zu den anderen VZs seht ihr hier, ich habe Mastery verzaubert, Ausdauer, Life Leech und Primärstats. Wenn ihr jetzt Item Level 50 Items habt, genau, dann könnt ihr auch noch die alten VZs drauf machen. Das habe ich im anderen Guide noch erklärt, habe ich jetzt aber hier nicht gespielt, weil wie gesagt, da war ich ehrlich gesagt zu faul, die zu farmen. Was vielleicht noch relevant ist, sind die Trinkets. Ich habe einmal hier mit dem Würfel gespielt aus der Other Side, das hat 3 Minuten Cooldown. Passt perfekt mit Inka, das haben wir nämlich auch geskillt, über die Talente sprechen wir gleich nochmal, deswegen habe ich den Würfel mitgenommen. Item Level ist hier vollkommen egal, ihr könnt ihn auch auf Normal haben, ein blaues Item mit 160er Item Level, wird eh runterskaliert, ne? Der Würfel ist nicht schlecht. Dann habe ich noch mit diesem Rechengerät im Taschenformat gespielt und hier mit einem zyklontronischen Beschuss, so rum. Da kann man einfach mit dem Trinket quasi so einen Laser rausschießen, fand ich ganz praktisch, skaliert auch nicht schlecht im Mage Tower, das kann man sich auf Mechagon bei dem Roboter bauen und ist eigentlich eine relativ schöne Sache, macht ganz gut Schaden. Man kann aber auch mit jeglichen anderen Trinkets spielen, das ist nur das Setup, mit dem ich gespielt habe. Zu den Talenten habe ich folgendes gewählt, hier das erste,
Da haben wir die wilde Attacke. Dann die Heal Affinity ist ganz praktisch, wird man nebenbei die ganze Zeit geheilt. Dann Massenumschlingen, der Root ist relativ nice zu haben, den solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich mit Inka gespielt, einfach um alle 3 Minuten ein Burst-Window zu haben. Dann Stellarverschiebung, da können wir nämlich quasi im Laufen casten, was bei der Challenge tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Zumindest solange wir hier den Sternenregen am Start haben. Und dann habe ich Zorn von Elun gespielt. Das ist ein ganz netter kleiner Cooldown. Den werden wir auch nochmal brauchen. Ich würde sagen, dann gucken wir uns noch die anderen Sachen an. Was hatte ich sonst noch an Consumables genommen? Zum einen habe ich eine Flask hier genommen. Wo haben wir denn die Flask? Hier oben. Und zwar Fläschchen der unendlichen Tiefen. Das ist, glaube ich, aus BFA die Flask. Die ist, skaliert am besten im Time Walker tatsächlich. Hatte ich mir rausgesucht, bringt am meisten Stats. Dann hatte ich gespielt mit diesem Fisch, gebratener Grätenfisch. Das ist eine schöne Sache, denn wenn ihr einen Gegner tötet, kriegt ihr Movement Speed und hier ist Movement Speed Key quasi. Und zwar müssen wir nämlich in der Eulen Challenge ständig rumlaufen, immer ein bisschen kiten und wenn ihr da zusätzlich Movement Speed kriegt, ist das eine schöne Sache. Also da gebratene Grätenfisch ist eine Top-Angelegenheit. Dann könnt ihr das Schattenkernöl reinhauen, macht ihr noch ein bisschen mehr Schaden. Dann gibt es eine quasi Verstärkungsrune. Ist egal aus welcher Expansion ihr die nehmt, ich habe die aktuelle genommen, die hatte ich eh noch rumliegen. Dann könnt ihr zusätzlich noch eine Kriegsrolle der Intelligenz reinhauen, die ist aus BFA, meine ich, bringt euch 3% mehr Intelligenz. Ist jetzt nicht ein riesen Vorteil, aber wenn ihr, wie ich, ein paar Tries hattet mit 1-2% und ihr euch denkt, hätte ich die Dings noch drin gehabt, dann sind es vielleicht so die Sachen, wo man sagt, okay, das hätte das letzte bisschen noch ausgekitzelt. Dann an Trank habe ich überlegener Kampftrank der Intelligenz. Ich meine, der ist auch aus BFA. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das der Trank, der am besten skaliert, wo ihr die meisten Stats kriegt. Denn auch alle Tränke und Pots und alles andere wird ja komisch runterskaliert. Und bei dem Scaling ist Blizzard irgendwie komisch. Nicht alles hat dann denselben Wert, sondern teilweise aus älteren Expansions bringen dann den doppelten Wert wie die neuen Sachen. Warum auch immer, ja. Einfach komisches Scaling. Und dann hatte ich die Trommeln der tödlichen Wildheiten noch genommen. Das sind die aktuellen Drums. Bei den Trommeln ist es vollkommen egal. Alle bringen euch 15%. Das sind soweit die Consumables, die ich drin hatte. Ja, das ist es soweit. Skillung hatte ich euch gezeigt, Consumable und Gear hatte ich euch gezeigt, genau. Achso, und vielleicht noch, ich hatte mir einen Gem hier noch draufgehauen, einen Meta Dingsterbumster, und zwar mit 3% mehr Crit. Eigentlich sollte ich mir einen draufhauen mit Intelligenz und 3% mehr Crit. Irgendwie habe ich den falschen gekauft, habe es aber erst später gecheckt. Und der war relativ teuer, dementsprechend am besten nehmt ihr natürlich Intelligenz und 3% mehr Crit. Ich habe hier den falschen genommen, aber damit ging es tatsächlich auch. Gut, so viel dazu. Ihr könnt natürlich auch auf Intelligenz gehen. Manche Leute meinen, Intelligenz ist besser. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich bin auf Mastery gegangen. Für mich hat das so funktioniert. Dann schauen wir mal rein. Hier habe ich mal die Aufnahme und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal im Groben an. Also ihr startet den Encounter, indem ihr hier am Anfang reinkommt, lauft rein und dann fangen die erstmal in ihren Dialog an. Und leider ist es bei allen Mage Tower Challenges so, dass der Dialog relativ lang ist. Das habe ich euch jetzt mal hier weggeskippt und dann kommt dieser Typ hier. Der andere Boss ist erstmal nicht angreifbar. Ihr seht, das ist so komisch hell-orange ausgegraut. Den könnt ihr nicht angreifen, der channelt einfach hier was. Der hat quasi den anderen Typen hier übernommen. Und jetzt ist es bei dem Typen so, der läuft einfach langsam auf euch zu. Ja? Wenn der euch erwischt und euch hittet, dann one-hittet der euch. Also ihr seid tot. Manchmal ist es so, dass man 1% Leben hat und man wird ins Nirvana geschleudert und kann es überleben, aber zu 90%, wenn ihr euch erwischt, seid ihr einfach tot, ne? Also der one-shottet euch einfach. Heißt, ihr müsst ihn kiten. Der ist jetzt am Anfang relativ langsam, ja? Also ist das nicht wirklich das Problem, aber umso länger ihr braucht, um ihn runterzuhauen, umso mehr Movement Speed bekommt er. Er stackt hier in so einen Stack hoch und da wird er immer schneller. Wie viel Prozent schneller er wird, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, aber er wird immer schneller. Das ist das Wichtige. Und diesen Typen könnt ihr insgesamt 3-mal runterhauen. Und zwar ist es so, dass er die ersten 2-mal auf 33% runtergehauen wird, ne? Und dann wird er in so eine komische Blase eingepackt und ist erstmal nicht mehr angreifbar
und dann beginnt quasi die zweite Phase, die wir jetzt haben, und der richtige Boss in der Mitte wird bereit. Der richtige Boss in der Mitte hat nicht sonderlich viele Fähigkeiten, er castet einfach hier diesen Schattenblitz auf euch, der macht jetzt relativ wenig Schaden, den könnt ihr fast ignorieren, ihr braucht euch nicht gegenheilen, ihr seht, ihr kriegt da kaum Damage, die Healer Affinity heilt euch gegen. Jetzt haben wir noch zusätzlich so kleine Ads, die ihr spawnt. Ne? Ich habe die jetzt hier in den Mars-Shoot reingepackt am Anfang, um hier erstmal ein bisschen draufbursten zu können. Wichtige kleine Information ist, diese Ads, die laufen auf euch langsam zu und wenn sie euch erwischen, hauen sie auch ganz gut Schaden raus. Wenn ihr bei dem Großen drin stehen bleibt, nach 1-2 Sekunden seid ihr maximal tot. Also wenn die euch erwischen, ist auch schon relativ schnell Feierabend. Ja? Mehr passiert hier jetzt gar nicht. Nach einer gewissen Zeit kommt hier unser Kollege Mili wieder raus und verfolgt uns auch. Und jetzt beginnt quasi die zweite Zwischenphase, in Anführungszeichen. Jetzt müsst ihr sowohl die Ads kiten, als auch ihn kiten. Und zusätzlich kommen jetzt noch diese Hände. Und ihr seht, diese Hände, die hauen einen Cast raus. Der wird ein paar Sekunden lang gecastet. Und wenn der durchkommt, ist ähnlich wie das andere, wie alles andere, es one-shottet euch. Ne? Ihr seid einfach tot. Es gibt eine Möglichkeit, es zu überleben, wenn ihr volles Leben habt, die Bärengestalt zieht und quasi die Baumrinde, dann überlebt ihr das, einen Cast, aber die fangen dann einen neuen Cast an. Also ihr müsst die, wenn dann, relativ schnell töten, diese Hände. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, dass ihr sie unterbrecht. Das Problem ist, die Eule hat nur diesen Solarbeam und der hat halt eine Minute Cooldown. Ihr seht, jetzt ist schon die nächste Hand da. Ne? Also die Hände spawnen mehr so etwa alle 30 Sekunden, vielleicht einen Ticken schneller sogar. Wenn man die erste Hand sofort interruptet, kann man die dritte Hand auch wieder interrupten. Heißt, ihr könnt die erste interrupten theoretisch und die dritte wieder. Das hat bei mir aber nie ganz geklappt. Ich habe es dann lieber so gemacht, dass ich jede vierte, oder also die erste interrupted habe, die zweite schnell gekillt hat, die dritte schnell gekillt hat und die vierte wieder interrupted hat. Ne? Die Hände spawnen solange der Melee-Mob hier am Leben ist. Diese Ads hier, seht ihr, die spawnen nicht weiter nach, solange der Typ hier in der passiven Phase ist. Heißt, in dieser zweiten Melee-Phase, also in der zweiten Zwischenphase, ist es so, dass im Endeffekt die Ads noch da sind, aber keine neuen dazukommen. Der Typ da ist, ihr müsst ihn runterhauen, dass der andere wieder rauskommt und er die ganze Zeit diese Hände spawnt und ihr quasi diese Hände nebenbei noch umhauen müsst. Und ihr seht, solange der Melee-Typ am Start ist, habt ihr hier diese lila Flächen. Da, wo der Typ langläuft, spawnen die. Die slowen euch, machen ein bisschen Schaden. Schaden machen sie nicht sonderlich viel, aber ihr werdet ziemlich weggeslowt. Und das Problem an der Geschichte ist, es werden immer mehr, umso länger ihr braucht. Ja? Und dementsprechend müsst ihr ein bisschen gucken, ob ihr lang brauchen wollt oder nicht. So, jetzt seht ihr, haben wir den das zweite Mal runtergehauen, den Melee-Typen, auf 33%. Und jetzt kommt er in der Mitte wieder raus. Er spawnt weiter wieder seine kleinen Viecher. Zusätzlich kommen jetzt noch so Sogflächen. Und diese Sogflächen müsst ihr sorgen, dann müsst ihr euch reinstellen, ziemlich in die Mitte und müsst ihr aufsorgen. Nicht zu früh rausgehen, das ist mir einige Male passiert, ich bin zu früh rausgegangen und zack, da spawnt ein Ad raus und dieses Ad one-shottet euch auch. Ja? Also wenn ihr diesen Sog verkackt, ihr seid, das Ad kommt raus, one-shottet euch und das war's dann. Ne? Zusätzlich ist es jetzt so, dass nach ein paar Sekunden der Melee-Typ wieder rauskommt und auch noch seine Hände zusätzlich kommen. Also ihr müsst euch jetzt darauf konzentrieren, dass ihr quasi diese Hände unterbrecht und tötet. Dann kommen hier diese Sogflächen, die ihr auf jeden Fall sorgen müsst. Dann dürfen die Ads nicht an euch rankommen, die one-shotten euch. Der Typ darf nicht an euch rankommen, der one-shottet euch. Der Typ hier in der Mitte castet ein bisschen seine Schattenblitze, die machen nicht sonderlich viel Schaden. Wenn ihr den Melee-Typen tötet, dann kriegt der Boss in der Mitte einen Buff, dass er 500% mehr Schaden macht. Dann hauen diese Schattenblitzdinger rein. Vorher könnt ihr die größten Teils ignorieren tatsächlich. So, jetzt solltet ihr eins wissen, dass diese Soglöcher eigentlich immer hier hinten spawnen und ihr auf jeden Fall das vermeiden solltet, hier die Ads rumzukiten, bevor die Dinger spawnen, weil wenn die da ranstehen und ihr jetzt nicht gerade wie ich den Typhoon ready habt, beziehungsweise die Mobs da rootet, dann könnt ihr das Zeug nicht sorgen. Wenn ihr es nicht sorgen könnt, dann seid ihr quasi tot. Ja? Also das ist dann eher suboptimal. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die ihr spielen könnt. Möglichkeit 1 ist, ihr tötet die Wache nochmal, die wird nämlich wie gesagt immer schneller. Dann müsst ihr den zumindest nicht mehr kiten und wenn er tot ist, dann spawnen auch keine Hände mehr. Dafür kriegt der Boss halt den Damage-Buff. Oder ihr macht es wie ich, dass ihr den Typen weiterkitet und quasi euren Damage hier auf den Boss fokussiert, nebenbei natürlich die Löcher spielt und die Hände spielt. Ja, das sind die zwei Möglichkeiten, die ihr spielen könnt. Ihr könnt nämlich den Typen hier auch ein bisschen outrange, indem ihr hier hinten hingeht, dann kann er euch auf euch nicht mehr casten, also man kann auch die andere Taktik spielen.
Soweit jetzt zu den kompletten Fähigkeiten. Dann würde ich sagen, gucken wir uns den Fight jetzt nochmal an und ich erkläre euch, wann ich was mache. Da seht ihr, da habe ich es jetzt gerade geschafft. Ehrlich gesagt, ich habe einige Tries gebraucht. War an einem Abend, habe ich bestimmt, also einige Stunden an dem rumprogressiert, einfach eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich das First Try am nächsten Tag geschafft. Manchmal muss man so ein bisschen quasi mal eine Nacht drüber schlafen, dass das ein Ticken besser geht. Also, schauen wir es uns nochmal von vorne an, dann erkläre ich euch, wie ich spiele. Moment, wo haben wir es? Genau, also hier der Mob startet. Der labert hier noch. Moment, okay. Da. Ich dot ihn halt erst zu, ne? Die zwei Dots drauf. Dann haue ich hier den Rev voll drauf, bis das andere proggt. Zieh quasi das Sternenfeuer durch. Tut die Kompletti, bis er fast da ist. Dann tue ich ihn mit Typhoon wegkicken. Dann machen wir hier, solange es geprockt ist, weiter das Sternenfeuer. Dann schaue ich, dass ich meine Energie aufbrauche, hau so ein bisschen diesen Star Search raus und lauf weg. Ich habe jetzt dieses Taschenrechnergerät dabei, laser ihn hier, wie ihr seht. Ja, dann schmeiße ich hier einen Typhoon hin, stelle mich hier hin und cast wieder ein bisschen auf ihn drauf. Ja. Wichtig, wir wollen, ihr seht jetzt, ich overcap von der Energie hier, die ich habe, oder ich weiß gar nicht, Astral Power, wie das Zeug auch immer heißt, ne? Ich overcap hier. Ich könnte jetzt auch easy diesen Sternregen ziehen und während dem Laufen casten. Es ist aber ganz wichtig, dass ihr die volle Leiste habt, wenn der Boss rauskommt. Denn mit der Taktik, die ich gespielt habe, läuft es im Endeffekt so, dass wir den Boss wegbursten wollen. Ja? Wenn ihr den Typen jetzt hier clean runterspielt, ich hätte ihn jetzt schon lange töten können. Ich kite ihn jetzt einfach nur ein bisschen rum, ne? Dass ich auf jeden Fall keine Energie verschwenden muss und dass er hier so ein bisschen liegt, weil ich hatte öfter das Problem, er liegt da hinten und dann, wenn er aus der Phase rauskommt, ist es eher suboptimal. So, jetzt kommen wir in die zweite Phase und jetzt muss ich sofort auf ihn draufcasten, dotte ihn, dann ziehe ich meine CDs. Also ich habe ein Makro, wo ich sowohl meinen Inka ziehe, meine Drums und meinen Pot. Also ihr seht, ich ziehe hier alles rein, ja, und mein Trinket ist auch noch drin. Also es sind vier Sachen und jetzt haben wir den Typen 120k Leben hatte. Und ich dotte ihn zwar, ich dotte ihn drauf und hau dann meine Astralmacht erstmal raus, ne, kompletto. Und zwirbel dann volle Lotze auf ihn durch, mach noch einen Mars-Root, dass die Ads hier geroutet sind, also dass die mir schon mal nicht an mich rankommen, dass ich hier wirklich durchziehen kann. Weil ihr müsst zu 90% im Kampf laufen, ihr habt kaum Zeit, irgendwo mal stehen zu bleiben und durchzuziehen. Und das ist eigentlich die einzige Phase, wo ihr durchziehen könnt. Und dementsprechend habe ich jetzt hier 30, 35 Sekunden, wo ich voll auf den Boss draufziehe. Hier muss ich am besten schauen, dass ich in Richtung 50% kriege. Und ich seht schon, ich ziehe da bis zum letzten durch. Erst wenn die Ads kurz bevor mir stehen, tue ich sie mit einem Typhoon nochmal wegkicken. Und ihr seht, ich habe es jetzt ziemlich genau auf 50 geschafft. Das ist nicht super gut, aber auch nicht schlecht. Also wenn ihr Boss auf so 50 kriegt, ist schon mal halbwegs okay. Ich glaube, das Beste, was ich hatte, war 43%. Aber das sind auch immer Crit-Lucks und ein bisschen Proc-Geschichten und so. Ne? Und dann spawnt relativ schnell schon die Hand. Durch DBM zählt es so ein bisschen runter. Ne? Ich kann vielleicht mal den Sound anmachen. Kurz, wenn ihr DBM habt, dann zählt euch das runter, wenn die Hand kommt. Dann mache ich nämlich einen Mars-Root auf die. Tu die Hand einmal dotten, tu sie dann interrupten und hause runter. Der, ne? Sag bloß nicht, der tickt nicht mehr tot hier. Ah ja, gut, jetzt bin ich hier nur ein bisschen am Reden. Ist egal, ich mute mich mal. Und dann hauen wir auf den Typen ein bisschen. Versucht immer mit Sonnenfeuer die Mobs hier quasi zu dotten, ne? Dass die so langsam runter ticken. Nebenbei immer den Sternenregen aktivieren. Hier haben wir schon das nächste Add. Bei dem zweiten Add haue ich hier diesen CD drauf, den wir geskillt haben. Und pool vorher schon mal meine Energie. Also hau den CD drauf, pool meine Energie, dotte den und dann hier wieder gib ihm und die Astralpower aufbrauchen, um ihn wegzuhauen. Ne? Dass wir den zweiten quasi auch weggehauen haben. Hier die Typen wieder mit Sonnenfeuer dotten und den Typen auch mal ein bisschen casten. So, jetzt kommt das die dritte. Hier ist es jetzt so, dass ich mein Taschenrechnergerät ziehe, also mein Trink. Da kann ich auch in die Reisegestalt gehen. Zack, laser das einfach runter. Theoretisch wäre jetzt auch der Interrupt wieder ready. Es geht mir manchmal aber nicht so ganz auf. Aus Sicherheit mache ich das immer mit dem Trinket, weil ich es einfach habe, ne? Und das passt eigentlich. Ich versuche den Typen, wie ihr seht, ich könnte ihn jetzt wahrscheinlich zwischendrin immer ein bisschen casten, gar nicht so schnell zu töten, denn ich möchte eine gewisse Zeit lang hier in der Phase bleiben, denn ich möchte möglichst erst wieder in die Damage-Phase gehen, wenn meine CDs ready sind.
Hier haben wir nochmal eine Hand, die habe ich nochmal unterbrochen, nochmal gedottet. Die muss ich jetzt wegcasten, solange ich hier Sternregen anhabe, kann ich so ein bisschen moven. Und jetzt ist der nebenbei runtergetickt auf 33% und der Boss kommt wieder raus. Ein Ticken zu früh, ich hätte noch 30 Sekunden länger kiten sollen, dann hätte ich nämlich meine mit CDs jetzt durchziehen können, weil das ist auch wieder eine Phase, es ist nur die Ads da und jetzt kann ich durchziehen. Ich muss den Typen halt nicht kiten. Also hier hätte ich jetzt durchziehen können. Das Problem ist, wenn man ihn nochmal eine Runde länger kitet, man kriegt dann noch eine fünfte Hand. Und dann kommt man ein bisschen in Struggle, ja. Der wird immer schneller, dann hat man irgendwann nicht mehr die Möglichkeit stehen zu bleiben, muss die ganze Zeit weglaufen. Hier seht ihr, kommt schon das erste Loch, das muss ich jetzt einmal frei casten. Ich habe mich bewusst hier hinten hingestellt, weil so, wenn ich hier vorne schon die Ads tank und die hier überall rumstehen, dann habe ich keine Chance mehr hinzukommen. Ne? Dann kriege ich sie nicht mehr alle weggekickt und dann ist RIP, ne. Oder wenn ich die hier route, das ist mir auch eins, wo immer passiert, ich route die Mobs hier einmal und ja, blöd gelaufen, da muss ich genau hin, die sind im Root drin, wenn ich da hinlaufe, bin ich halt tot, ne. Jetzt versuche ich zwischendrin immer wieder auf den Boss durchzuziehen, hier kommt jetzt die nächste Hand. Und der andere Boss, habt ihr gesehen, ist jetzt auch wieder raus. Sobald er nämlich draußen ist, haben wir nämlich wieder eine Hand. Da einfach ein Silence drauf, quasi die Hand umnutzen. Und da haben wir schon die nächste Soak-Fläche. Und ihr seht schon, hier wird es auch ein bisschen ätzend. Diese ganzen Slow-Flächen sind hier auch noch. Und zwischendrin gehen euch so ein bisschen die CDs aus. Ne? Also ihr solltet am besten immer den Typhoon aufbewahren für die Soak-Fläche, dass ihr die Mobs wegkicken könnt. Und am besten mit dem Mass Entanglement aufpassen, also mit diesem Mass Root, nie die Mobs routen, wenn sie da hinten stehen, ne, wo die Soak-Fläche ist. Wenn euch das passiert, dann ist bitter. Und ich habe da gesehen, habe euch wieder mein CD auf die Hand draufgehauen, diese Star Church-Dinger rausgehauen, dass ich da auf jeden Fall das schnell genug down kriege. Und der Boss tickt langsam nebenbei runter. Wir müssen uns aber ein bisschen schicken, weil der Typ wird halt immer schneller, ne? Und irgendwann hast du so eine Art kleinen Soft-Enrage. Und wichtig ist immer, wenn das Ding hier spawnt, am besten auf der anderen Seite sein, dass die Mobs da auch sind, weil wenn die hier schon stehen, habt ihr ein Problem. Jetzt laser ich die Hand hier noch runter mit meinem Taschenrechnergerät. Theoretisch in einer Sekunde wäre es wieder ready mit dem Kick. Wenn ihr früh kickt, die erste, könnt ihr die dritte immer auch noch kicken. Aber wie gesagt, ich habe das Taschenrechnergerät und damit habe ich das gemacht. Dann musste ich nicht diesen frühen Kick immer draufhauen, weil sonst wird es manchmal echt knapp, dass es nicht ausgeht. Ein paar Prozent Leben hat es noch. Diesmal lagen die Flächen hier relativ gut. Wenn die ganz an den Dingern hier dran liegen, an diesen Felsen oder so, und ihr dann quasi über diese Slow-Flächen laufen müsst, das ist richtig kacke. Das ist halt ein bisschen random, wie sie spawnen. Und auch hier, wenn es dran liegt, dann kommt ihr da nicht mehr vorbei, müsst eng in der Mitte durchlaufen. Der Typ kommt schneller nicht ran, weil ihr übelst weggeslowt wird. Also, es ist auch ein bisschen lucky, wie die Slow-Flächen tatsächlich liegen. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass ich den Boss umgehauen habe. Ich wurde hier nicht rausgepaut. Ich dachte schon erst, es hat gebuggt. Über einen Achievement kann man es aber tracken. Ich habe das als quasi abgeschlossen drin. Bei der Tank-Challenge wurde ich, glaube ich, automatisch rausgeportet. Hier irgendwie nicht. War ein bisschen verwirrt. Ich dachte schon, es hat gebuggt, aber nein, das hat funktioniert. Gut, soweit jetzt dazu. Wenn ihr das geschafft habt, dann bekommt ihr ein Achievement. Ich habe das jetzt hier nicht gekriegt. Ich habe nämlich das Achievement schon über die Tank-Challenge abgeschlossen und es gibt dann noch ein weiteres Achievement, wenn ihr alle alle 7 Challenges abgeschlossen habt. Ich kann es euch mal zeigen. Also, wenn ihr eine Challenge abgeschlossen habt, kriegt ihr hier dieses, ein turmhoher Erfolg, und die Tour de Turm bekommt ihr, wenn ihr alle 7 Challenges abgeschlossen habt. Ihr könnt aber nur lediglich 4 auf dem Druid machen und die anderen 3 müsst ihr dann mit anderen Klassen absolvieren. Wenn ihr eine Challenge geschafft habt mit dem Druid, kriegt ihr auch das Druid-Set. Und ja, das ist eigentlich ganz nett, ist halt quasi ein T20-Set-Upgrade. Jetzt gucke ich mal, wo wir es haben. Hier gerade mal das Sagaras und da haben wir jetzt LFR, Normal, HC, Mythic und dann die weitere Version Zeitversehrt. Das ist die, die wir bei dem Timewalker-Modus bekommen. Das war es eigentlich soweit, was ich euch zu der Eulen-Challenge sagen kann. Und ich werde zu den anderen Challenges dann dementsprechend auch nochmal kleine Videos machen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.